Hallo liebe Leute, mein Name ist Dean von Nerfers Gaming. Heute mit einer neuen Folge zu Murder It's So Suspect. Und das Ganze wird diesmal ein bisschen anders laufen. Und zwar hat Mr. Vagimus uns einen Xbox-Controller zugesendet. Was bedeutet, wir haben jetzt hier unter Spieloption, genauso werden wir spielen müssen. Ich muss mich also erstmal an den Controller gewöhnen. Und mal schauen, was kommt und wie ich mich anstellen werde. Aber wir wagen es einfach mal in die Höhle des Löwen. Zuletzt waren wir in die Kathedrale, also in die Kirche gefahren, um eine junge Dame zu suchen. Und da geht's jetzt noch weiter. Los geht's. Oh, meine Stimme, ey. So. Okay, also so können wir uns drehen. Können wir da hingehen. Okay, RT. Wo ist denn RT? Da ist RT. Was ist das? Noch 10 weitere aufdecken. Und so weit. Okay, kann ich irgendwo rennen? Ja, Mann. Ich bin leider ein bisschen erkältet, ey. Also, ja. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich. Auf jeden Fall noch was. Ich will mal X, A drücken. Aber was X drücken. Auf jeden Fall sehr mysteriös. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Erlöse uns von dem Schatten des Bösen. Alles einsammeln. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Oh, hier habe ich irgendwas. Oh. Alles perfekt, ne? Ah, oh, hier habe ich auch nicht eins. Okay. Interessantes. Also rennt tut er nicht mehr. Boah. Hey. Uff. Schlimmer. Ah, okay, wenn ich den mittleren Knopf drücke. Hier. Kann man nicht, oder was? Wie kann man doch rennen, ey? Wie kann ich rennen? Das muss ich noch wissen. Rennen, rennen, rennen. Hast du keine Rennen? Ach doch. Also eine hinteren da. Okay. Aha. Ist doch. So, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Gelernt? Ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn hier durch, aber. Die Idiot, ey. In den Geist. Mach einfach bzzzt. Dann bin ich auch schon drinne. Das.
Wofür ist denn die andere Taste? Ach, zum Auswählen. Interagieren ist also X. X ist interagieren. Ich glaube, das Spiel läuft jetzt auch ein bisschen geschmeidiger. Ja, oder was? Ich versuche natürlich irgendwie auch die ganzen Rätsel so gut es geht zu lösen. Mann. Zumindest versuche ich es. Okay, man kann auch runterfallen. Ah, hier steht noch jemand. Zack. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Klar. Bilder. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Boah, für eine Weile? Natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden, dort kannst du bleiben, solange du möchtest. So. Sie wohnt auf dem Dachboden? Kennen den sollte ich mir ansehen. Ich komme! Ah, jetzt kommt er erst rüber. Also man muss das wirklich erst machen, vorher kommt der Herr nämlich nicht aus der Puschel. Hey. Lass mich raus! Nein. Oh, irgendwie leckt das gerade. Ich glaube, das ist ja diesen scheiß Geisterportal hier. Gucken wir alles nicht hin. So. Hey. Lass mich raus! Komm schon, Kitty. Komm schon, Kitty. Oh, Mietze. Also müssen wir zur Mietze. Hey, du da oben. Hände hoch. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht mir Sorgen. Mein Mädchen heiratet ihren Liebsten. Nur das zählt. Ich auch, Liebes. Aber Shelley ist nicht mit solch lauten Leuten aufgewachsen und er druckt ja auf ihre Beziehung.
Der lag. Digi. So. Sind auch wieder weg. Mal gerade. Hier rein. Noch was? Nee. Hä? Also da ist nichts. Zuckerroom. Hier ist nichts mehr. Das einen Tafelaufsatz. Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema. Oh, ist genau ja erschreckt, ey. Sehen Sie sich das an. Sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch. Da ist Plastik drin. Glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat ist. Nein, Sie haben offensichtlich gar nicht nachgedacht. Puritanisch bedeutet organisch, rustikal, aber das ist nicht an Salem, die ganze Hoffnung. Es ist der Ausdruck des Stolzes. Sie sind gar nicht stolz auf meine Familie, nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine. Wir sind auf der Seite. Wir haben 17 Jahre gelassen. Wir haben Platz. Okay, stopp. Da muss ich jetzt gucken. Das wird mir echt zu gefährlich. Verdammte Scheiße. Geisterfähigkeit. Ja, das ist doch die Taste. Verpiss dich jetzt. Ey, willst du mich verarschen? Ey, das kann doch nicht sein. Ist die Lüftung in Ordnung? Ey, so blöd kann ich mich doch echt nicht anstellen. Zieh dich doch mal. Kriegst du mich nicht?
Haben wir es jetzt? Gut. Ach, come on, ey. Ich hab keinen Bock mehr, ey. Ah! Dieses verdammte Drecksvieh, ey. Also mit Joypad ist das auf jeden Fall anders, als ich gehofft habe. Dreimal die Taste gedrückt und irgendwie hat er den nicht genommen. Ja. Na gut. Gehen wir diesmal zur Katze. Ich glaube, die Sachen haben wir ja trotzdem eingesammelt. Wenn ich mich nicht irre. Alter, bin ich echt dumm gestorben, ne? Verdammt! Kann ja nicht sein. Die scheiß Katze. Zack. Raus, Katze, raus hier! Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die Regulierung. Kann sogar miauen. Auch da. Katze. Los. Ein schönes Märchen. Sie sind nicht etwa schon seit der Schulzeit ein Paar. Alle denken das, aber es wirkt nur so, als wären sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Wie, ich krieg den jetzt nicht, ja. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber vielleicht, im Antragsformular stand nur puritanisches. Nein! Thema. Ich raste aus, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, ich hab gar nicht nachgedacht. Schwab jetzt. Aber trotzdem geschmackvoll. Es erinnert an Salem. Die ganze Hochzeit erinnert an Salem. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie denn gar nicht stolz auf diese Stadt? Eigentlich komme ich aus Weymouth. Meine Familie, nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine. Bam! Jetzt habe ich. Wir haben Thanksgiving. Oh. Oh, komm her, Kitty. Du warst die ganzen vier Jahre Quarterback an der Salem. Die Kitty. Der Uni Auswahl. Kitty. Wo ist die Katze? Sag mir nicht, die Katze ist weg. Nein! Zum Geier ist es Katze. Da. Oh. Von hier. Hoppa. Hoppa. Ah, okay. Wie lange wir kommen. Check. Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie macht es. Ich glaube, hier lang. Papa. Ach, hier kann man hochklettern. Au, Kratzfaust. Ja, Mann.
Und links lang. Läuft's auch. Ja, wie es aussieht. Tür auf. Da ist er ja. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Oh, nur noch zwei. Nur noch zwei. Von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir abzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? Gut erkannt, Sherlock. Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, schon klar. Du bist tough. Okay, aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist niemandem aus deinem Umfeld. Oh Mann. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Auf den Arm. Beeil dich, Mann. Sollt ihr jetzt hier nicht so viel rumhampeln? Dann sag nichts. Mir doch egal. Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Was sind ja also Umgang? Warum würde er nach Töne Töne hier. Dieser hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist?
Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Genau. Dann sag nichts. Mir doch. Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Interessant. Wo ist die? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung. Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. Genau. Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Das ist aber aus jemand, der immer um die Häuser zieht. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Wir finden deine Mom. Ah ja. Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Sehr hart. Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, in dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Genau. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und... Das kann ich nie wieder gut machen, aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Ach, ja. Da sind sie. Viel Glück, wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal! Geh noch nicht! Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Hey! Kein Grund zu schreien. Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Okay. Ich würde sagen, wir machen hier direkt auch einen Cut. Und im nächsten Part werde ich dann die Jagd nach ihr beginnen. Also um sie wieder aufzuspüren. Wer die haut jetzt einfach oder was? Also, bis zum nächsten Part von Murdered So Suspect.